Ich möchte euch hier aber nur einen Tipp geben, was es oft mehr ist, als wie irgendwelche Einstellungen mit dem Imbus oder Schlitzschraubenzieher. Wer kennt sie nicht? Die Facebook-Gruppenposts von irgendwelchen Reifenbildern, die aufgerissen sind, komisch aussehen, keiner zuordnen soll und dann mit den Fragen, mein Reifen sieht so aus, was kann ich machen? Ich bin in Most oder ich bin am Slowakiering, ich habe das und das Motorrad, das ist der und der Reifen. Und dann siehst du darunter 168 Kommentare, 25 davon sind Popcornzeichen und sonst was. Ich möchte heute so ein bisschen darüber sprechen, warum man sich diese Posts und die Kommentare zu schreiben und zu lesen eigentlich sparen kann, außer man belustigt sich darüber, nicht in Form von Belustigung, weil man sich über die Leute lustig macht, sondern weil es unnötig ist. Ein Reifen, der aufreißt und dir zeigt, hey, ich bin hier irgendwie falsch, hat immer einen Grund. Das heißt, als Problem an der Sache, es sind zu viele Gründe. Es kann alles Mögliche sein. Ohne alle Faktoren zu kennen, also sprich Reifenmischung, Reifenluftdruck beim Raus- und beim Reinfahren, sprich was habe ich für einen Luftdruck mit der Heizdecke, was für einen Luftdruck generiert der Reifen draußen beim Fahren, vielleicht weil er vielleicht noch heißer wird, als die Heizdecke es geschafft hat oder vielleicht sogar abkühlt. Das heißt, mit welchem Luftdruck komme ich rein, welche Mischung habe ich, welchen Hersteller, welches Temperaturfenster passt zu diesem Reifen in Form von Asphalttemperaturen. Die Asphalttemperatur ist nämlich maßgeblich entscheidend und nicht die Lufttemperatur. Die ist dem Reifen eigentlich vollkommen piepegal. Wichtig ist, was habe ich für eine Asphalttemperatur. Das ist das, was der Hersteller in der Regel auch angibt, bloß für den einen oder anderen schwer zu definieren und schwer zu greifen. Ich kann 16 Grad Lufttemperatur haben und 35 Grad Asphalttemperatur, wenn die Sonne lang genug geschienen hat. Von dem her viele Faktoren, die ich berücksichtigen muss. Und dann wird es schon schwierig. Ich habe noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel hohe Abrasivität von Asphalten. Beispiel Most, neuer Asphalt. Alle Reifen haben ausgesehen wie Schwein. Ne? Also da hättest du am Fahrwerk einstellen können, was du wollen hättest. Das hätte keinen Sinn gemacht. Du wärst immer mit kaputten Reifen reingekommen, außer die härteren Mischungen, die Endurance-Mischungen, die haben das besser weggesteckt. Aber die Soften und die High-Performer, die sind alle hops gegangen dabei. Somit extrem viele Faktoren, die eine große Rolle spielen. Natürlich kann es auch sein, dass unter besten Voraussetzungen, also sprich der Reifen, die Reifenmischung passt perfekt ins Temperaturfenster, der Reifenhersteller ist genau das, was du brauchst, also für deine Rundenzeit, die Temperaturen passen, die Luftdrücke passen und trotzdem kann es sein, dass der Reifen aufreißt. Und ja, das kann am Fahrwerk liegen und das ist das Problem, wenn es am Fahrwerk liegt, weil dann wird es nämlich schwierig. Und häufig liest man Kommentare in Form von, ja, öffne die Zugstufe, schließe die Zugstufe, öffne die Druckstufe, erhöhe die Federverspannung, verringere die Federverspannung, whatever. Und das Problem an der Geschichte ist, es kann alles richtig sein. Das ist das Gemeine daran. Das heißt, es könnte sein, dass das Öffnen der Zugstufe hilft, es könnte aber auch sein, dass das Schließen der Zugstufe hilft. Weil die Frage ist, habe ich schon zu viel oder habe ich noch zu wenig? Das weißt du als Kommentarleser oder Beitragsleser nicht. Das weiß ja selbst der Besitzer nicht. Weil nur weil er die Klicks seines Stoßdämpfers zählt, heißt das nicht, dass er wirklich weiß, wie viel Dämpfung, also Zugstufen oder Druckstufenkraft, das in Form von Newton ist. Weil er den Stoßdämpfer in der Regel selten im Prüfstand hat, so wie es wir hier in der Firma machen, sondern das ist halt Serie. Es kann sein, dass der Stoßdämpfer einen Defekt hat, muss aber nicht. Das heißt, es können sehr, sehr viele Faktoren sein, die im Endeffekt nicht greifbar sind. Das heißt, solange du nicht alle Daten kennst, wird es extrem schwierig zu beurteilen. Außer du hast natürlich Glück und triffst einfach ins Schwarze. Das könnte ja sein, dass die Zugstufe zu viel ist, der Stoßdämpfer somit überdämpft ist und somit das Öffnen der Zugstufe geholfen hat. Also diese Option gibt's. Aber das ist ein Lotteriespiel und das ist der Blick in die Glaskugel. Und anhand dem Reifenbild exakt zu erkennen, halte ich meines Erachtens auch oder unserer Erfahrung noch mit mittlerweile über 500 Fahrwerkskunden nicht für greifbar. Dass ich jetzt einen Reifen, ich will keinen Namen nennen, aber dass jemand einen aufgerissenen Reifenbild und macht dann Zeit und sagt, das ist das und das ist der Grund und wieso sieht das so aus,
Ich würde es nicht unterschreiben, vor allem wenn ich nicht wirklich exakt alle Daten von diesem Fahrwerk, von diesem Fahrer, von den Luftdrücken etc. kenne. Wenn ich natürlich alle Daten habe, dann wird es einfacher. Ich möchte euch hier aber nur einen Tipp geben, was es oft mehr ist, als wie irgendwelche Einstellungen mit dem Imbus oder Schlittschraubenzieher. In aller Regel fahren viele Hobby-Rennstreckenfahrer mit Serienfahrwerken. Die sind auch nicht unbedingt schlecht. Das Problem an den Serienfahrwerken ist eigentlich ein anderes. Und zwar sind die Serienfedern dafür ausgelegt, dass man damit auf der Straße fährt, weil das Motorrad muss ja eine Straßenzulassung haben. Wenn du jetzt auf die Rennstrecke gehst und mit, sag ich mal, 70, 80, 85 oder sogar 90 Kilo auf die Rennstrecke gehst, Slicks drauf packst und auch ordentlich schnell fährst, meinetwegen, dann hast du eine gewisse Compression im Motorrad. Das heißt, das Motorrad komprimiert sich. Das entsteht auf der Rennstrecke stärker wie auf der Straße, weil die Kurvengeschwindigkeiten höher sind, somit die Kräfte höher sind. Das heißt, das Motorrad ist auf einem Fahrlevel von der Höhe, von der Einfederung in Form von Schwingenwinkel oder auch Gabeleinfederweg nicht da, für das es eigentlich ursprünglich für die Straße konzipiert wurde. Ab dem Zeitpunkt, wo das passiert und das Ganze sogar noch außerhalb der Balance entsteht, weil die Hinterachse meinetwegen mehr einfedert wie die Vorderachse, weil der Fahrer vielleicht tendenziell mehr hinten im Heck sitzt als wie auf der Front, dann habe ich eine Ungleichmäßigkeit. Das heißt, das Heck federt extrem weit ein und da kommen mehrere Faktoren ins Spiel. Die meisten Motorräder sind eigentlich in der Hinterachse progressiv, obwohl sie lineare Federn verbaut haben. Das heißt, progressiv im Sinne von, die werden, umso weiter sie einfedern, desto härter werden sie. Das macht die Umlenkung. Das heißt, die Umlenkung unterm Federbein sorgt dafür, dass das Dingens immer kürzer angelenkt wird. Das heißt, der Hebel verringert sich, damit die Dinger nicht auf Block gehen. Weil der Hersteller halt nicht weiß, es fährt da ein 100-Kilo-Fahrer mit einem 100-Kilo-Sozius und damit das Kennzeichen nicht am Reifen ansteht, bauen wir eine Umlenkung ein, die ab einem gewissen Einfederweg das Ding halt so hart machen, dass es nicht mehr weiter einfedert. Das heißt, nicht weil die Feder zu hart ist, sondern weil die Feder eigentlich zu weich ist und dadurch das Ding zu weit einfedert und dadurch zu früh progressiv wird und daraus resultierend keine Bewegung mehr am Federbein stattfindet. Wenn keine Bewegung mehr am Federbein stattfindet, obwohl noch Energie über den Reifen, über die Felge, über die Schwinge zum Federbein kommt, dann geht die Energie wieder zurück und dann macht sie der Reifen. Das heißt, der Reifen muss was machen, für das er eigentlich nicht geschaffen ist. Das heißt, er muss sich bewegen, er muss Energie abfangen und gibt sie auch wieder ab. Das heißt, der Reifen übernimmt die Arbeit des Fahrwerks. Das ist lediglich der Grund, warum ein Reifen in der Regel aufreißt oder komische Bilder macht, wenn das Fahrwerk daran schuld ist. So, jetzt könnte es sein, dass zum einen die Feder zu weich ist, wie in dem jetzigen Beispiel gerade besprochen, dadurch der Schwingenwinkel zu tief, Moped-Feder zu weit ein, der Hebel wird zu gering, die Progression der Umlenkung und so weiter. Somit ist die ursprüngliche zu weiche Feder eigentlich dann wiederum zu hart. Oder aber auch die ursprüngliche Feder ist überhaupt zu hart. Das kann natürlich auch passieren. Selbes Phänomen, nur in einem anderen Einfederwegsbereich. Der Reifen zeigt das Gleiche an. Und das ist natürlich wahnsinnig gemein, jetzt aus der Ferne in der Glaskugel zu sagen, was ist es? Es könnte eine zu weiche Feder sein, es könnte eine zu harte Feder sein, es könnte überdämpft, unterdämpft, was auch immer sein. Das Gleiche in der Dämpfung. Dämpfung ist nichts anderes wie Geschwindigkeit. Es geht hier nicht um hart oder weich, es geht um schnell oder langsam. Das heißt, wie schnell federt der Stoßdämpfer ein und aus? Wenn eine Energie über den Reifen hineinkommt und zum Federbein gelangt und das Federbein sagt, also ich kann das Öl hier nicht so schnell verdrängen, das geht hier nicht auf die kurze Zeit, dann sagt der Reifen, okay, dann mach's ich, weil die Bodenwelle war jetzt da. Ich kann nicht warten, bis das du hier öffnest, bis das Öl hier fließen kann. Die Energie muss hier weg, also macht's der Reifen. Somit könnte dasselbe Phänomen wie die zu harte oder zu weiche Feder auch eine Überdämpfung in Form von zu viel Zug oder zu viel Druckstufe sein. Im Endeffekt, solange ich die Daten nicht habe und ich weiß, welche Federrate verbaut, welche Federvorspannung daran eingestellt, welche Dämpfungskurven dieser Stoßdämpfer hat, wird es echt schwierig zu sagen, das ist es. Von dem her, ihr könnt es euch, was das anbelangt, lediglich an Fahrwerksprofis richten. Ich will hier gar keine Werbung für unsere Firma machen. Ihr könnt es auch sonst wohin gehen. In der Regel können die das alle gut, die nur Fahrwerke machen, sind in der Regel alle gut und die wissen diese Problematik. Und jeder Fahrwerksprofi, der dir aus der Ferne erzählt, was es ist, ohne die Daten zu kennen, Finger weg.
das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die richtigste Antwort ist eigentlich immer, ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne deine Daten nicht und du weißt sie auch nicht. Und wenn ich sie weiß, dann haben wir eine Möglichkeit, dir zu sagen, was falsch läuft. Von dem her soll es das für mich gewesen sein. Sehr komplexes Thema, aber immer wieder witzig. Die Facebook-Gruppen-Kommentare mit den reifen Beiträgen zu sehen. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, nehmt es auch nicht zu ernst zu mir. Ich will überhaupt keinen diskriminieren, in Gottes Willen. Das muss man einfach wissen. Und das weißt du aus Laie einfach nicht. Und es gibt auch noch viel, viel mehr Informationen über das, aber das packe ich hier einfach nicht alles in ein YouTube-Video, weil das ist bei uns beim Fahrwerksseminar 8 Stunden. In Deutschland gibt es 18 Millionen Führerscheine für Motorräder. Die meisten Motorräder sind mit hochkomplexen Fahrwerken ausgestattet. Kein Wunder, dass man bei den vielen Einstellmöglichkeiten nicht mehr durchblickt. Obwohl der Bereich Fahrwerk sehr schwierig ist, gibt es hier einige Dinge, die man wirklich ohne großes Fachchinesisch lernen kann. In der Regel nutzen wir nie das volle Potenzial aus unserer Federgabel oder aus unserem Federbein. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Hersteller einen großen breiten Kompromiss ausliefert. Der Hersteller weiß nämlich nicht, wie schwer du bist, welchen Einsatzzweck das du mit deinem Motorrad machst und wie schnell du Motorrad fährst. Das Ergebnis daraus ist in der Regel, dein Fahrwerk hat noch Luft nach oben. Und genau da kommen wir ins Spiel. In den letzten 2 Jahren haben wir hunderte Motorradfahrer dabei geschult, ihr Fahrwerk besser zu verstehen. Die Teilnehmer erstrecken sich hier vom ganz normalen Hobbyfahrer bis hin zum TÜV-Experten. Unser begehrtes Fahrwerksseminar haben wir von einem physischen Seminar nun in einen 4,5 Stunden Online-Videoratgeber gewandelt. In diesem umfangreichen Ratgeber möchten wir dir alles Notwendige mitgeben, damit du dein Fahrwerk selber einstellen kannst. Das Ziel daraus sollte sein, dass du dein Fahrwerk auf deine Bedürfnisse, auf dein Körpergewicht, auf deinen Einsatzzweck und auf deine Geschwindigkeit abstimmen kannst. Die exakten Inhalte, alle Informationen und den Link zum Download findest du unten in der Beschreibung. Und das kriege ich nicht in 10 Minuten unter. Da müssen wir echt mit Basics anfangen und wirklich Physik und so weiter. Also, ich hoffe, das war trotzdem ein bisschen spannend, auch wenn es vielleicht ein bisschen wirr und komplex ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen in ein Video nach oben gebt, das Video mit euren Freunden teilt, die gerne Facebook-Kommentare in Gruppen bei Reifenbildern schreiben. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.